Preisverhandlung. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir auf Geiz konditioniert werden, indem sich multinationale Konzerne gegenseitig über Spezialangebote versuchen, Marktanteile wegzuschnappen. Und auch vor mittelständigen Firmen oder Kleinunternehmen oder anderen versteckten Champions macht diese Preiskampfkultur keinen Halt. Obwohl wir wissen, dass Firmen, die vielfach über den Preis verkaufen, nicht nur viel Geld, sondern auch Schlagkraft im Wettbewerbsumfeld verlieren. Und Wettbewerbsfähigkeit zu besitzen oder zu erlangen und zu steigern, kostet Geld. Geld, was Firmen fehlt, die über den Preis verkaufen. Lerne also 12 der wohl eindrucksvollsten kybernetischen Verhandlungstechnologien kennen, dank derer Preise und Kosten auf erstaunliche Weise in den Hintergrund treten, der Kunde deinen Preis gerne akzeptiert und sich dabei auch noch wohlfühlt. Ich weiß, dass du dir jetzt möglicherweise sagst, ja Moment mal, Bayreuther verkauft ja auch unter seinen Preisen, also gibt Rabatte, Spezialangebote. Ja, tun wir. Im Onlinehandel hast du es oft erlebt über unseren Internetshop, dass wir zum Beispiel Produktneuerscheinungen entweder mit einem Subskriptionspreis oder einem Einsteigerpreis versehen haben, der Mutige, der Erste, der den ersten Schritt macht, der die erste Rezension abliefern kann, der sich nicht auf die Meinung und die Berichte anderer verlassen kann, der also ein höheres Risiko eingeht und das Produkt trotzdem kauft, den belohnen wir mit einem Nachlass. Du hast es mittlerweile schon gespürt und du weißt es auch, dass wir nach einer Eröffnungskampagne, also einem nachdem wir Eröffnungspreise gegeben haben, dann den Normalpreis angesteuert haben und nach 5 Tagen sind wir bei einem relativ hohen Preis, weil unsere Medienprodukte relativ hochpreisig sind, haben sich dort eingependelt und sind stabil geblieben. Klar, auch hier hast du recht, wenn du sagst, Moment mal, du hast doch zwischendurch mal Preisnachlässe gegeben. Ja, Sommeraktion, limitiert. Nur für diejenigen, die jetzt sofort Ja sagen. Aber 90% der Präsentationsphase, der Angebotsphase eines Produktes, der Erreichbarkeitsdauer eines Produktes, 90% haben wir den Preis oben gehalten. Also diese Dinge haben nichts zu tun mit dem Verhalten, was ich oft bei Verkäufern erlebe. Die geben schon Rabatte, da hat der Kunde noch gar nicht gefragt, ob er einen Rabatt haben darf, weil sie eben glauben, dass sie nur dann eine Chance haben. Wir verkaufen sehr viele Produkte für den Preis, den wir gerne haben möchten. Ich gebe zu, auch uns fällt das nicht immer leicht. Es ist heutzutage eben so, dass viele Firmen sparen müssen, viele Verbraucher auch aufs Geld schauen. Aber das bedeutet nicht in jedem Fall, dass du ohne Preisverhandlungen auch auskommst. Und das bedeutet nicht in jedem Fall, dass du jeden Preis durchdrückst. Und das bedeutet nicht in jedem Fall, dass du zu dem Preis verkaufen musst, der dir aufdiktiert wird, den der Kunde gerne haben möchte. Ich möchte dir ein Beispiel liefern, eine dieser 12 Techniken, die sich besonders großer Beliebtheit erfreuen, weil sie so raffiniert ist und gleichzeitig so charmant und in fast allen Fällen funktioniert und dazu führt, dass der Kunde deinen Preis gerne akzeptiert oder, auch das ist ein Erfolg, statt 15% Nachlass sich mit 5% Nachlass deinem Angebot nähert und kauft. Nehmen wir das Beispiel, ja, bei Ihrem Mitbewerber gibt es aber das Produkt für 15% billiger. Möglicherweise gibt es diese Situationen nicht nur im Automobilhandel, wo ich sie wirklich sehr häufig höre. Deine zukünftige Frage könnte sein, oh gut, das heißt also, wenn ich es Ihnen für 15% weniger anbiete, dann nehmen Sie den Wagen. Angenommen, es würde sich um einen Wagen handeln.
Ja, dann würde ich es nehmen. Logisch. Und dieses Ja ist wichtig, weil es nährt deine, ist die Ausgangsbasis für deine nächste Frage. Okay, lieber Kunde, habe ich nicht anders gedacht. Das bedeutet also, Sie könnten es jetzt bei meinem Mitbewerber kaufen für 35.500 Euro und bei mir, nachdem ich Ihnen ebenfalls 15% Nachlass eingeräumt habe, ebenfalls für 35.500 Euro. Nicht wahr? Sie könnten es da bei ihm und bei mir kaufen. Oder. Nicht wahr? Es wäre praktisch gleichgültig. Ja, die Logik erzwingt das Ja. Der Kunde wird dir mit Ja antworten. Und jetzt kommt ein intelligenter Schachzug, mit dem niemand rechnet und schon gar nicht der Kunde. Nun, jetzt, wo Sie es überall kaufen würden, Sie aber jetzt immer noch bei mir sitzen, eine Frage, aus welchem Grund, außer dass es genauso viel kostet wie bei meinem Mitbewerber, würden Sie es denn jetzt gerne bei mir kaufen, außer aufgrund des Nachlasses? Und was fast in allen Situationen identisch abläuft, ist, dass dir dein Kunde jetzt antwortet, ja, na gut, Sie haben einen guten Service. Dann machst du die Notizen. Du stellst die nächste Frage. Aha, guter Service. Aus welchem Grund würden Sie es sonst noch bei mir nehmen? Gerne bei mir. Ja, Sie haben mir 1.000 Euro mehr Rückkaufswert versprochen. Aha, okay. Gibt es sonst noch einen Grund, warum Sie es in diesem Fall gerne bei mir kaufen würden? Ja, Ihr Autohaus hat einen besseren Ruf und man erzählt sich ja so im Allgemeinen, dass Sie, gerade was Reparaturen betrifft, auf dem Teppich bleiben, was die Kosten betrifft. Ah, okay. Jetzt kannst du weiterfragen. Wir kürzen das in diesem Fall einmal ab. Deine erste Notiz. Erstens, wir haben einen besseren Service. Wir bekommen 1.000 Euro mehr Rückkaufswert und wir sind günstiger in den Reparaturkosten. Nimm diese drei Attribute und stell folgende Frage. Das heißt, lieber Kunde, dann ist es langfristig von viel größerer Bedeutung, dass der Service stimmt, dass die Rückerstattung wirklich fließt und dass wir bei den Reparaturdienstleistungen uns nicht den Nachlass wieder zurückholen, mehrfach, nicht wahr? Und dass Sie lange, fair Freude an uns haben, nicht wahr? Und der Kunde antwortet, selbstverständlich. Nun, lieber Herr Kunde, ausgegangen von diesen wirklich hohen Werten, von diesen wichtigen Attributen einer Zusammenarbeit, von diesen Dingen, die Ihnen wichtig sind, nur mal angenommen, als Experiment, als Gedankenexperiment. Der Service wird Sie noch mehr begeistern, als Sie jetzt schon annehmen, dass er das tun wird. Angenommen, wir geben Ihnen 1.000 Euro mehr Rückerstattung und haben es nicht nur versprochen. Angenommen, die Reparaturen fallen so fair aus, dass Sie über Jahre hinweg Kosten sparen, eine faire Bedienung bekommen, eine saubere Qualität, obwohl Sie bei den Reparaturkosten sparen. Angenommen, genau das findet statt und wird nicht nur versprochen, um Sie jetzt in den Auftrag zu locken. War es dann noch wichtig, dass Sie heute ein ganz klein wenig mehr gezahlt haben? War es dann wichtig? War das dann verschwenderisch? Der Kunde kann nicht anders, weil seine dominanten Kaufmotive, um die es sich hier ganz offensichtlich handelt, ganz gewiss handelt, haben eben, und deshalb heißen sie auch dominante Kaufmotive mit höherem Wert, einen Stellenwert, der den kleinen Preisunterschied zum Mitbewerber rechtfertigt. Und für höhere Werte gaben Menschen schon seit Gedenken, soweit der Mensch zurückdenken kann, etwas mehr Geld aus.
Prima, Herr Kunde. In dem Fall passt es ja. Jetzt ist es wichtig, dass die Dinge nicht nur besprochen bleiben, sondern dass der Service, die Zufriedenheit, die Ruhe und die Fairness auch Wirklichkeit werden. Deshalb meine Frage. Und. Du siehst, diese eine einzige Technik trägt dich wie ein Floß über den reißenden Fluss der so sehr gefürchteten Preisverhandler, die dich mitreißen und die dich unter Druck setzen, die dich aus den Angeln heben. Jetzt bist du in der Lage zu beurteilen, was es bedeutet, wenn du alle 12 Technologien wirklich kennst und einen nicht unerheblichen Teil dieser Methoden verinnerlichst. Das ist Preisverhandlung. Und ich verspreche dir nicht, dass du in jedem Fall, egal was du tust, auch Erfolg haben wirst. Aber die Anzahl der Gespräche, die du ab sofort mit höherem Profit für dich entscheiden wirst, sind in der Summe viel mehr, als dieses Seminar jemals kosten kann. Und du weißt es. Und das ist schon längst ausgerechnet für dich. Also, rechne fest mit einem neuen Profit, mit einem neuen Erfolg. Und nicht zuletzt, rechne auch mit mehr Provision. Schließlich bemisst sich die Höhe deiner Provision an der Geringfügigkeit, auch an der Geringfügigkeit der eingeräumten Nachlässe. Übrigens, aus diesem Grund gibt es auch für dieses Seminar kaum Nachlass. Einverstanden?